Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder, hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne bei Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Oh, vielleicht der hier. Ja, schauen wir mal. Haben wir denn hier noch? Hier war doch der Riss, genau. Aha! Der geht aber bestimmt jetzt mit der Bombe kaputt. I'm a believer. Ich bin schon weg. Ach so, hä? Als ich vorhin durchgeschaut habe, sah die aber groß aus, die Kiste. Die Tür. Die Truhe. Frechheit. War bestimmt Bait. Nur mich anzulocken. Da kommen wir nicht durch, weil der Schalter hier. Der Schalter asozial knapp ist. Geh mal da durch. Was da ist. Ein Schalter erstmal. Schauen wir uns nochmal hier weiter um. Und Wasser. Was soll das? Was hat das jetzt für einen Effekt? Ist das jetzt so ein Strudel, der mich nach oben schießt? Versuchen wir es doch mal. Ja, whee! Ich kann fliegen! Ja, dafür ist der Timer wieder mehr als großzügig. Schweinerei. Okay, hier kann ich wieder umstellen, aber will ich erstmal mich umschauen, ist die Frage. Aber weg hier. Komme ich da überhaupt rüber? Also rüber komme ich schon, aber komme ich auch wieder zurück? Vielleicht will ich doch dann erstmal Musik spielen. Ja, das ist der richtige Track. Boop. So. Anne Pepper. Okay, da ist wieder eine Tür, die wir... Ah, aber kommen wir jetzt, glaube ich, hier rüber, oder? Längs. Morgen eine komplette Umstellung. Wenn TOTK kommt. Ja, gut. Ja. Das ist ja gefühlt dann bei jeden Sachen so. Ich verzweifle ja schon, wenn ich zwei Spiele gleichzeitig spiele. Dann ist es vorbei. Sind wir jetzt auf der Seite? Ach ja, den habe ich ja schon gezogen. Okay, kann ich ja mal nicht gar nichts, oder? Warte mal. Ich müsste halt von der Seite kommen. Aber wie mache ich denn das? Den habe ich ja schon rausgezogen. Das ist ja der Stein, den ich rausgezogen habe. Ja gut, das bringt mir rein gar nichts. Sehr schön. Gut, dass ich hier war. Blub, blub, blub. Aber dass der Stein vom Wasser nicht beeinflusst wird, ist auch interessant. Gut, ich meine, der ist natürlich bockschwer. Bis der anfängt, irgendwie hochzusteigen. Oh, er kann ja gar nicht. Jetzt wieder Schmutz, jetzt sehe ich wieder. Oh, nee. Hilfe. Hilfe!
Komm her. Now I'm ready for you. Natürlich hat er mir noch eine mitgegeben. Drecksau. Ach, mach ich da. Bei Wasserstand reicht er wieder nicht, ne? Versuch's trotzdem mal. Oder? Nope. Karte. Kann ich hier eigentlich was machen mittlerweile? Hab natürlich immer nicht gemerkt, Ah, ja, hier, genau. Da ist der Raum. Den ich haben wollte. Warum ist der Wasserstand immer noch so niedrig? Haben wir den nicht erhöht? Schweinerei. Kann ich aber noch nichts machen. Hat's echt der festen Überzeugung, dass wir da so oder so hättest du keinen Key, aber wenigstens die Gewissheit. Frech. Einfach nur frech. Dann nicht. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt wieder. Und verirren uns weiter. Ja, am besten mal genau die rote Tunik. Für den entsprechenden Drip hier im Dungeon. Habe das Gefühl, ich muss den Wasserstand ändern. Ansonsten passiert ja nämlich gar nichts. Also für sowas bräuchte man jetzt so sein. Bräuchte man ein funktionierendes Gehirn. Das dir dann sagt, okay, in dem Raum warst du gerade. Da gibt's nichts. Bei mir ist es eher so, okay, ich weiß, bin jetzt in den Raum gegangen. Okay. Geh in den nächsten Raum, denk mir, okay. Geh dann wieder in den Raum davor rein, denk mir so, okay. Scheiße. Ach ja, nee, schön. Es ist wirklich einfach. Ja, dann bin ich aber nur doof. Dann bin ich einfach nur dumm. Ocarina kann man auch nicht unter Wasser spielen. Das heißt, ich brauche irgendwo einen Wasserstand, wo ich wieder atmen kann. Und oben war ja nur diese komische Ornament-ähnliche Ding. Hier war nur das Ding, genau. Und hier oben war dann... Oh, wobei, warte mal. Moin, moin. Ja, guck mal hier. Nehmen wir doch mal hier. So, wie sind wir wasserstandmäßig ganz unten, oder? Ja. Da müssen wir auch nicht mehr rein. Ach ja. Da brauche ich einen Schlüssel. Ich frage mich, wie oft ich diesen einen Raum noch sehen werde. Das wird einfach wunderschön. Hilfe. Hilfe. Was haben wir denn hier? Mal schieben. Wohin schiebe ich denn das Ding eigentlich? Halb durch den Dungeon? Ein ganzes Stück runter, scheinbar. Oh boy. Ey, herzlich willkommen. Ey, hallo. Sei noch mal nicht so. Also, wirklich. Bin mal gespannt, wie viel Progress ich mache. Vielleicht kriege ich einen Schlüssel. Und den darf ich dann. Dann darf ich mir dann wieder die nächste Tür suchen. So passiert ja, wenn ich das drücke. Passiert überhaupt was? Ah. Wait, what?
Ah. Hüppa! War ich hier schon? Ich glaube nicht. Ist das hier... Was dampft es? Ist das so ein Spa? Ach, was mache ich da? Na gut, die brauche ich ja eh. Wo haben wir denn hier? Wir haben ein Rohr. Und das war's. Okay. Und Schalter. Was macht der Schalter? Achso, ich dachte gerade, wäre eingeeist. Und Zeitschalter auch noch? Oh, ihr Schweine. Ihr Elendigen. Oh, hallo, Hilfe! Wie frech! Ich wurde einfach nur gefoppt gerade. Ja, darauf erstmal wieder die rote Tunik. Okay. Aber... Hey, Link. Obacht jetzt. Oh, warte mal. Jungs, lass mich mal bitte rein da. Ja, jetzt können wir... Oh boy. Das... das könnte schwierig werden hier. Mit den zwei Jungs. Kamera? Oh Gott, Hilfe! Was war die Kamera? Hat er nicht anvisiert? Achso. Jetzt so. Komm her. Mach auf. Schön machst du das. Okay, was haben wir hier? Noch einen Schalter. Und... das Allerwichtigste, ein Schlüssel. Wofür benutzen wir den? Keine Ahnung. Ja, der macht wahrscheinlich den Rückweg einfach. Das kann nicht sein, ist doch wie ein Zeitschalter, was soll denn das? Ich kann mich ja nur an eine Tür erinnern, wo man rankam ohne weiteres. Dafür muss ich ja den Wasserstand hoch machen. So, da hoch. Am besten nicht runterfallen, Link. Okay, Breakdance. Kamera geht ab. Achso, okay, der Song. Genau so. Ich bin mal gespannt, ob mein TOTK heute kommt. Die Kamera am Leben. Ich frage mich, wie kommt man... Na gut, wahrscheinlich kann man den Wasserstand noch höher setzen. Aber... oder... man kann dann mit den Dungeon-Item den erreichen. Auch möglich. Sollte man es vielleicht merken.
Da ist nämlich eine Skulptur. So, und hier war noch irgendwo eine blöde Tür, die verriegelt war. Wollen wir mich jetzt mal aus der anderen Seite? Shit, ich glaube, es war die andere Seite. Bitte nicht! Okay. Alles gut. Habe ich jetzt komplett verwirrt. Eigentlich einen. Oder muss ich den. Warte mal, muss ich den Wasserstand noch höher setzen, oder? Gott, wie habe ich das denn schon mal gemacht? Ich muss ja wieder ganz hoch. Kann man eigentlich unter Wasser Türen aufmachen? Ach ja, stimmt, der war hier ganz großzügig. Dann brauchst du ja wirklich. Hui! Link! Ah, das sind vielleicht für auch die Eisenstiefel. Ich werde abgedrängt! Ich verstehe. Okay. Ich werde einfach vom Wasser abgestoßen. Selbst das. Von Degina werde ich irgendwie magisch angezogen. Selbst das Wasser kann mich nicht leiden. So. Ja. Hui! Schon mal in der Cutscene. Genau, den habe ich gesucht. Ja. Hey, komm jetzt auf, ey. Ah, dieser Joystick, ne? Hey, wo kommt der denn noch mehr her? Ach, komm. Das erzählen wir am besten nicht Zelda. Nachher denkt die noch, oh, weia. Den habe ich auf Dings geschickt. Auf Mission. Ganz schwierig. Was? Okay. Es hat funktioniert. Ich weiß nicht wie, aber ja. Nee, das kann ich nicht auf dem Pad eingeben. Das ist ja das Blöde. Es wäre deutlich besser, wenn ich es auf dem Gamepad machen würde. Könnte. Ich weiß halt nicht, ob du die. Boah, hier kannst du, glaube ich, nicht die Einstellung ändern. Kannst du die überhaupt ändern? Weiß ich auch gar nicht. Das Pad macht gar nichts. Es hat legit keine Bewandtnis. Für sowas bräuchte man halt den N64-Controller, weil es so angenehm wäre. Ja, keine Ahnung. Würde es auch schon reichen, wenn ich die auf dem. Wenn ich die C-Buttons auf den Control-Stick. Okay. Jetzt haben die beiden keinen Bock mehr oder was? Haben sie auch gedacht, die wollen mir einen Hit geben und dann abhauen. Wo ist er? Nee, aber wie gesagt, ich kann. Steuerkreuz darf ich nicht Dings benutzen. Was ist eigentlich hier schon wieder los? Gefällt mir ja gar nicht. Der gefällt mir auch nicht. Oh. Okay. Hab ihn irgendwie noch erwischt. Also sagen wir so, ich glaube, ich muss erstmal hier runter. Das steht schon mal fest. Und wahrscheinlich muss ich auch da runter. Aber, nicht zu weit link! Oh, warte mal. Ach so, ja gut, die bewegen sich.
Warum bewegt sich die eine nicht? Das ist ja seltsam. Das ist ja mehr als mysteriös. Man fällt ja eigentlich nur hoch und runter? Ja, tut so. Ha. Hallo? Oh Gott. Da muss man ja schnell sein. Bin ich da überhaupt schnell genug? Rentner in Aktion hier. Ne, komm, eine mal noch mit. Aber jetzt. Dann wechselt da einfach. Ach so, toll. Baut dafür einen Schlüssel. Das ist halt doof. Aber wie komme ich überhaupt an die Skulltula ran? Fuck, das habe ich vergessen. Sag mir jetzt aber nicht, hier gibt es eine Trap. Also, ah, oh, warte mal, ich kann runterfallen. Ich bin mir das, wenn ich runterfalle. Ach, ich bin einfach tot. Das Kühler Raum bringt mir halt absolut gar nichts ohne Schlüssel. Das heißt, ich muss noch irgendwo langkommen und einen Schlüssel finden. Können wir die eigentlich da einfach schnappen? Ja, vielleicht, ne? Also das bringt mir gar nichts. Genauso verstehe ich die eine Plattform da unten nicht. Also irgendwie ist sie fehl am Platz. Also vielleicht, damit man hier runterfällt, aber ja. Schwierig. Hatte gehofft, wir kommen jetzt hier ordentlich weiter. Aber ohne Schlüssel? Das ist ja auch frech. So, weißt du, eine verschlossene Tür und dahinter ist ein Raum mit einer verschlossenen Tür. Das ist schon ein bisschen frech. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo wir weiterkommen. Weil irgendwo müssen wir ja weiter. Ich glaube auch nicht, wir müssen halt irgendwie noch diesen blöden Dings, also da unten, in der zweiten Etage, da ist ja der scheiß Stein. Aber wie werden wir den Stein los? Das ist das Problem. Wie bekomme ich den großen Stein da weg? Ich kann ihn ja nur von der Seite verschieben. Genauso wie das Ding hier. Kann ich wahrscheinlich auch nur erst mit Le Dungeon Item. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Hast du den Key aus der Mitte? Über welche Mitte reden wir? Ah. Lass dich wieder rauf. Okay, danke. Nehme ich auch hin. Du bist auch so ein nerviges Stück Scheiße. Oh, wenigstens Energie. Wir können ja mal schauen, ob wir den Dings in der Mitte haben. Aber laut Karte sagt er mir, da gibt's keine Truhe. Also gehe ich mal von aus, ich hab den. Nein, hast du nicht. Dann werden wir uns den holen müssen. Aber du kommst dann nur in die Mitte, wenn du das Ding Wasser wieder ganz runter machst. Korrekt. Eine andere Tür, die in die Mitte führt, gibt's ja nicht. Das heißt, jetzt muss erstmal wieder einen Weg finden, wo man das Wasser ablässt. Apropos Ruto, wo ist die eigentlich schon wieder hin? Die hat auch schon wieder keinen Bock, ne? Die hat sich ja komplett versteckt. Die sagt ja, folg mir. Das ist keine große Hilfe. Der Scheidungsantrag ist schon unterschrieben. Ne? Auch alles anwaltlich geregelt. War es halt zu langsam. Ja, also, ich dachte in der Ehe, da geht man durch dick und dünn. Was ist das für eine Aktion gewesen? Rennt ja einfach vor mir. Los. Frechheit.
Die kriegt von mir gar keine Blumen mehr. So. Wir sind in der Mitte. Richtig so lang. Müssen wir das Wasser hier jetzt hoch machen? Wahrscheinlich, ja. Wir kommen ja auch ohne Dings lang, aber vielleicht kommen wir dann so. Ja, wobei. Ah, hat noch funktioniert. Ich dachte, ich hätte schon ein Fehler gemacht. Naja, mal gucken. Vielleicht kommen wir tatsächlich an die Erhöhung ran. Ah, ich dachte eigentlich, wir haben. Hebe. Oder geht's da vielleicht unten lang? Was ist denn, wenn ich jetzt. Wobei, nee. Da war ja nicht weiter was. Da war ja sonst nichts, ne. Kommen wir da hoch? Das sieht ja schwach aus. Oh Gott, ja. Oh, jetzt steckt's runter. Ja, das sagt einem doch keiner. Ja, ich hab doch nicht drauf geachtet, was unter dem Stein ist. Sondern hab bewundert, wie der Stein nach oben rutscht. Ciao, Tür. Sterbe ich jetzt? Die Katzin sagt dir das. Nee, nee. Die sagt mir gar nichts. Warum? Ach du Scheiße. Oh, weia. Ich glaube, die sind hungrig. Das muss Nami mal kurz loslassen. Hier mit gebührendem Sicherheitsabstand. Ach du Scheiße, da kommt ja alles runter. Der halbe Dungeon. Oh, weia. Nee. So. Ach so. Ich dachte ja, wie sieht die Muschel an? Aber irgendwie. Die ist ja deutlich gefährlicher als die Dinger. Wobei. Die auch nicht gerade sehr einladend sind. Aber die kann man übrigens von der Distanz noch töten. Nicht so wie die blöde Muschel. Die einen ja immer auf Meter. Das hat echt angefangen, diesen scheiß Interaktion vorzuzücken. Ja, das ist halt auch so das Bescheuerte, dass du mit dem Joystick einfach. Erst den Knopf drückst, um die Waffe überhaupt zu ziehen. Und dann. Aber gut, wahrscheinlich hast du im richtigen Spiel, weiß ich natürlich jetzt nicht mehr. Vielleicht hast du da einen Knopf einfach gedrückt gehalten. Und dann losgelassen, wenn du schießen wolltest. Aber hier muss halt zweimal. Mal jetzt her. Holt sich auch ohne meinen Kontakt wieder ein? Ja. Tut er. Perfekt. Na.
das dachte ich mir auch. Ach, generell waren die... Und der N64, die Controller-Bedienung ist gar halbwegs angenehm. Ich meine, klar. Der Joystick in der Mitte war ein bisschen... kreativ. Ne? Aber ansonsten... ging's eigentlich. Naja. Na dann... Oh nein. Kann ich beide abschießen, bevor sie... Okay. Die stehen einfach in der Luft. Auch nicht schlecht. Oh Gott. Link? Okay. Bunny Hops? Der Flex war auf jeden Fall vorhanden. Ja, ich glaube, da muss ich nochmal... nochmal runter. Dich kriege ich auch noch, du Mistvieh. Also irgendwie fehlt auch so ein bisschen so ein Steuerkreuz, ne? Also so ein Kreuz, so ein kleines Fahnenkreuz. Damit man auch weiß, wo man hinschießt. Ich meine, klar, du hast den kleinen Punkt, aber... wirst du trotzdem gerne, wo mein momentaner... Enterhaken ist. Genauso wie mit dem Bogen. Das habe ich verzweifelt. Oh Gott. Wir werden in der Endlosschleife. Link wird elendig verhungern. Beim Versuch, da hochzukommen. Oh. Blöde Tür. Also wenn da jetzt nicht das Dungeon-Item drin ist, dann bin ich auch langsam sauer. Fehlt jetzt nur noch eine weitere verschlossene Tür. Ich wäre auch Highlight jetzt. Häufig gar nichts zu tun haben. Scheint überhaupt nicht zu interessieren. Oh. Oh, keine Ahnung, was denn geht. Kurz mal schneller Waffenwechsel. Für den absoluten Flex. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Die Dinger fahren hoch. Und es... nee, wir sinken. Oder? Nee, die Dinger fahren hoch. Okay. Will das Spiel überhaupt, dass ich, wo ich hingehe? Einfach. Ah. So Spiel. Schmutzig. Einfach nur schmutzig gerade. Kann ich nicht einfach da hoch? Wobei, wie komme ich überhaupt auf die Plattform rauf? Wahrscheinlich mit dem Schalter. Huch. Ich habe gerade überlegt, ob man überhaupt auf die letzte Plattform einfach so kann, aber nee, weil ich so zu hoch. Warte mal, man kann wahrscheinlich den Spinner schieben, oder? Kann man nicht? Warte mal. Wie soll das funktionieren? Wobei wir auch mal nicht schlecht, wenn man mal guckt. Was da unten auf einen lauert. Mal ein bisschen tauchen. Denkt das kleine U-Boot. Der hängt nach. Aber denken ist schwer. Denken tut weh. Aber ich glaube, ich hab's jetzt. Alles gut. Ich glaube, wir sind einen ganzen Schritt weiter. Irgendwelchen Knöpfen wir noch spielen. Warte mal. Komme ich auf den Kopf überhaupt drauf?
Achso, ja gut. Oder? Warte mal. Ah ja. Wollen wir bloß nicht runterfallen? Ja, ist jetzt fatal. Papa ist stolz auf dich. Danke, Papa. Guck mal, erreiche ich immer noch. Weil Skulltula fallen konnte er nicht bekommen. Oh nein. Hier schon wieder. Wieder so ein blöder Schleim, ne? Der muss auch sein. Ah, das Spiel möchte mich locken. Es möchte mich locken nach oben zu... bei meinem Enterhaken. Aber so nicht, Spiel. Ich hab dich durchschaut. Hier, frisst die Bombe. Die schmeckt eh viel besser. So. Hier kriegst du noch eine. Alle guten Dinge sind drei. Ich habe noch 8 Pfeile. Ei. Oh. Das schnelle Geld. Rechts aber schnell. Ich kann bekommen? Nein? Okay. Jawohl. Zig Energie. Wenn das kein Hint ist, kann ich eigentlich machen. Wir hatten mein Pferdchen. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne bei den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye.